älteste Eisen ist eigentlich sonst von 67. Das ist, oh, so wie es eben aussieht auf dem Kanal, gemütlich. Mhm. Man kann es sich auch gemütlich machen. Ne? Das ist, also, man geht da nicht kaputt bei, wenn man noch 14 Stunden den ganzen Tag da im Steuerstand sitzt. Das, ja, das mache ich auch schon. Ja. Seit 79, 20 Jahren bin ich selbstständig. Ah, ja. Ah, ich meine, bei uns ist es ja auch irgendwie. Ne? Wir werden ja auch immer schneller. Bei uns geht es nur in eine Freizeit rein. Wenn man bedenkt, dass ich früher mit dem kleinen Schiff, das, was ich von meinem Vater übernommen habe, da haben wir, wenn wir viel gemacht haben, 38 Reisen im Jahr. Letztes Jahr habe ich mit diesem 64 gemacht. Und nicht 300 Tonnen, sondern 900 Tonnen. Ja. Die Freizeit geht dabei viel. Früher waren wir mehr zu Hause. Irgendwann ist die Schraube zu Ende. Ja. Früher sind wir auch meistens wieder leer Richtung Piesbeck gefahren und so und haben dann nur Steine gefahren. Das ist heute ja selten. Entweder nehmen wir Kohle mit hoch oder wir bringen Kies nach Osnabrück hin und kommen dann mit Steine zurück. Also die Leerfahrten sind wesentlich weniger geworden. Ne? So 6 Tage die Woche normalerweise. Da muss man seinen Beruf schon mögen. Ja, halb Hobby, halb Beruf. Das sage ich auch immer nach 20 Uhr. Dann mache ich Feierabend und mache mit meinem Hobby weiter. So wie die anderen Leute an Land auch.